Ja. Das bringt uns nicht viel, wenn wir keine Herdentiere haben. Ja. Ich würde sagen, da wir genug Holz haben und Gold, tun wir mal die Verteidigung ein bisschen aufbessern, indem wir hier oben und hier drüben einen Turm jeweils hinsetzen, weil das wird unser Haupteingang. Den können wir ruhig offen lassen. Hier will ich halt noch zu haben. So wie ich hier zugemacht habe. Wir warten jetzt allerdings erst einmal auf Nahrung. Skepan. Goldabbau könnten wir theoretisch verbessern. Das verbessern wir aber einfach, indem wir noch einen Zwerg hinzuziehen, erst einmal. Und dann, wenn wir jetzt gleich 800 Nahrung haben. Oh, hier sind übrigens auch noch Hirsche, die wir jagen können. Aber ich jag zuerst die Tiere auf der anderen Seite. Ach ja, und am besten noch einen Nahrungssammler, wenn wir schon Tiere jagen, dass wir 6 zum Jagen haben. Was kostet du eigentlich? Du kostet nur Holz und Gold, also können wir auch unseren Fischfang verbessern. Und jetzt können wir die nächste Zeit weitergehen. So, da ich Axtwerfer besser finde als Alfserx, nehme ich Skadi. Die kann einmal Frost, also alle Gegner einfrieren, hat Frostriesen, ziemlich coole Riesen eigentlich, also eigentlich meine Lieblingsriesen sogar. Skadis Winterernte ist cool, damit wir schneller an Nahrung kommen. Raureif, das verbessert die Riesen. Und Axt der Jägerin macht die Axtwerfer stärker. Ich könnte natürlich auch Ulfserx verbessern, dass sie besser gegen Kavallerie sind. Da wir aber kaum Kavallerie als Gegner haben. Bringt uns das nicht viel, so würde ich sagen. Und ja, nehmen wir also Skadi. Oh, und da kommt der ganze Kompanie an Riesen. Und ich halte mal meine Alfserx hier etwas zurück, weil die sind eigentlich nicht für den Kampf gegen Riesen gedacht, dafür sind eher meine Herzen. So. Ich könnte im nächsten Zeitalter da oben das Dorfzentrum noch besetzen. Telbuin? Ich könnte jetzt meine meinen Goldabbau verbessern. Ich könnte dich schon mal hier drüben hinschicken. Also sie kommen hauptsächlich hier durch. Und das Problem ist, ich kann dieses Mal keine heilende Quelle zur Hilfe erschaffen. Also schicke ich meine restlichen Herzen auch mal darüber. So, und schick den Karren hier hin. Ich könnte natürlich auch als nächstes die... Schlag den Riesen da zusammen, bitte. Ihr sollt nicht den direkten Weg gehen. Das hatte ich nicht gewollt. Okay, ein Ochsenkarren wird benötigt. Denn wir müssen... Genau. Jetzt müssen wir nämlich unseren ganzen Abbau ausweiten. Und wir könnten das Dorfzentrum befestigen. So. Bergfestung ist unser zweites Ausbildungsgebäude. Deswegen... Und weil es sich verteidigen kann, kommt es hier hin. Das blockiert gerade meine Zwerge. Das ist sehr putzig. Skepan. So, ihr seid Jäger, also jagt ihr. Und ihr geht hier drüben hin. So, du gehst hier hin, da bist du näher an den Zwergen dran. So, ihr hackt Holz und bringt das zum Ochsenkarren. Ihr sammelt Nahrung und bringt das zu dem Ochsenkarren. Ja, sehr schön. Das finde ich ganz toll an den Wikingern eigentlich, dass das alles so Hand in Hand klappt. So, noch mehr Sichtweite. Und jetzt haben wir eine Bergfestung. Dort könnten wir Rammen bauen.
will ich jetzt aber erstmal nicht. Erstmal will ich Infanterie. Erstmal will ich die beiden Forschungen machen, dass das nicht so hinterherhinkt. Und dann würde ich gerne das Dorfzentrum hier oben noch besetzen. Ach ja, und unsere Häuser hier auf Maximum bringen. So. Ihr könnt theoretisch die Fischerkutter verbessern, habe aber nicht genug Gold dafür. Ich könnte aber erstmal das hier machen, das Farmen schneller arbeiten. Und Farmen allgemein schneller arbeiten. So. Und dann könnt ihr ja hier unten das Holz mal abbauen. Während wir hier aufs Gold warten. Kavallerie benutze ich ja so gut wie nie welche. Hat deswegen wenig Sinn. Aber jetzt habe ich genug für noch ein Dorfzentrum, sogar ein befestigtes, weil ich das schon erforscht hatte. Und ich sollte mal die Gebäudestärke verbessern. Und ihr braucht neben hier nicht hinterher rennen. So. Den Elch noch. Und dann können wir hier endlich zubauen. Und können alles auf den einen Eingang konzentrieren, auch wenn alles hier mehr oder weniger miteinander verbunden ist. Da kommt übrigens schon wieder eine Prügeltruppe. Und sie haben einen meiner Hersen getötet. Skip. Auch nicht schlimm. Wo ein Herse ist, kommen 5 neue nach. So. Jetzt sind wir am maximalen Bevölkerungslimit. Was nicht so schlimm ist. Ihr geht jetzt da hoch und sammelt da weiter. Was mangelt es denn uns an? Gold hauptsächlich. Deswegen verbessern wir mal den Goldabbau. Und an Nahrung natürlich, weil jetzt im Augenblick nur die Fischerkutter sammeln. So. Und ihr baut mir jetzt hier eine schöne Mauer hin. Genau. Dann könnte ich euch beide auch mal nach hier abziehen. Und ja, hauptsächlich Hersen, weil wir in dieser Mission ja hauptsächlich gegen mythische Einheiten kämpfen. So. 3 Verteidigungstürmchen erstmal, die müssen reichen. Hier drüben reicht es ja auch. Und ihr könnt hier jagen. Oh, ich wollte eigentlich noch die Bären jagen, aber... Nee, lassen wir die Bären. Oh, die Riesen haben das mythische Zeitalter erreicht. Das heißt, die werden uns demnächst mit irgendwas auf die Nerven gehen. Erstmal Axtwerfer verbessern oder erstmal Truppen allgemein verbessern. Bronzeschild. Ich will eigentlich erstmal den Brustpanzer verbessern. Der kostet allerdings wieder Nahrung. Und Nahrung wird gerade einigermaßen gesammelt. Jetzt könnte ich mal die Amphore verbessern. So. Zinnen. Nee. Und sehendes Öl brauchen wir auch nicht unbedingt, weil wir haben keine Kavallerie als Gegner und wir lassen den Gegner eigentlich auch nicht, hoffentlich nicht zu nah an uns herankommen. Wir können aber jetzt mal, wo unsere Verteidigung steht, mal etwas weiter vordringen. Sehen, dass da ein Riese ist und den zerhauen. Und einen Turm werden wir auch noch platt kriegen. Oh, Wölfe. Fimbul Winterwolf. Ja, im Norden symbolisiert der Wolf geheimnisvolle Kräfte.
Der Fimbulwinter war in der nordischen Mythologie ein Vorbote von Ragnarök und bestand aus drei aufeinanderfolgenden Wintern, zwischen denen keine Sommer lagen. Fairer Thar. Subject. Jeg vil. Atraus. Ich gehe jetzt aber nicht zu weit vor. Ich suche eigentlich nur nach einem neuen Goldvorkommen. Den Rest lasse ich erstmal. Und tue hier mal die Rammen verbessern. Oh, eine Balliste. Weil das hier sieht fast schon wie ein Weg zum... Fast wie ein Weg zur Mine aus, aber ich glaube, der ist eingestürzt. Deswegen gucken wir uns mal hier die Umgehungen an. Also eigentlich sollte ich die Hersen zurücklassen und nur mit den anderen Helden gehen. Weil ich mal einfach neugierig bin, was so in den anderen Gängen liegt. Also hier zum Beispiel. Hier zum Beispiel sammeln gerade wohl die Riesen ihre Ressourcen. Weil die brauchen ja auch Gold. Und da ist sogar ein Schrein. Die Riesen werden uns zertrampeln, wenn wir diesen Wall nicht für sie durchbrechen. Was zum... Okay. Da fällt mir gerade ein, ich habe noch gar keinen Tempel. Das ist irgendwie fast schon peinlich, keinen Tempel zu haben. So. So, wir haben einen Tempel. Dort könnten wir eine Walküre ausbilden. Ja, machen wir einfach mal. Und verbessern diese anschließend auch gleich mal. So, Bronzewaffenforschung. Axtwerferverbesserung ist auch nicht schlecht. Und jetzt bauen wir eine Ramme. So, eine Ramme und Huskarle. Wenn wir Gold hätten, natürlich. Gold ist gerade so ein Problemchen. Und da sieht man schon, die Riesen kommen jetzt mit Feuerriesen an. Und wir kriegen keine Nahrung mehr rein, weil... meine Nahrungsarbeiter gerade einfach nichts zu tun haben. So, ein paar Huskarle. Die meiner Meinung nach nach den Hersen stärkste Infanterieeinheit der Nordmänner. So, sie kommen sogar mit Ballisten. Okay. Am besten gleich noch eine Walküre. Jau, jau, jau. So, und ihr legt mir jetzt Felder an. Tilbuin? Warum auch immer ich da nicht bauen kann. Dann legt ihr mir halt einfach hier irgendwo so in der Nähe des Dorfzentrums Felder an. So, du bewegst dich dahin zurück. Ihr drei liefert eure Reliquien ab. Und Bronzeschilder wären auch mal nicht schlecht. Okay, wir haben zwei Valkyren und eine ganze Portion Hersen, die uns helfen werden, da drin klar Schiff zu machen. Das heißt, wir gucken erst einmal, wo es da lang geht. Mit den Huskarlen und der Ramme. So, was haben wir hier alles? Goldrinnsal. Wolfsex verbessern. Ah, und Tiere schneller erlegen, okay. Und hier scheint doch noch ein Weg zur Mine zu sein, den wir hätten nehmen können. Aber da können wir uns auch schneller weg. Das können wir auch schneller wegprügeln. Euch drei nehmen wir auch. Vier nehmen wir auch mal hier hoch mit.
Und wir beschwören mal hier unsere Goldmine, unsere Zwergengoldmine. Das ist übrigens ein Zauber von Thor. Keine Ahnung, warum wir Waldbrand vorher haben. Ich sehe hier nämlich eigentlich keinen Wald, wo es sich lohnen würde, durchzubrennen. Tilbuin, Art raus. In Wedge. So. Huskale sind gut darin, Wachtürme einzureißen, da sie verdammt resistent sind gegen Fernkampfangriffe.